Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Nee, ich glaube, ja, natürlich war es einen Tag später noch sehr, sehr da, auch in den Köpfen, auch in der Videoanalyse haben wir über viele Sachen gesprochen. Ja, es ist natürlich sehr ärgerlich gewesen, weil ja, alles lief in unsere Richtung. Wir führen 1-0 und dann das Spiel so aus der Hand zu geben, ist im Endeffekt ja, ist unsere eigene Schuld. Ja, ich glaube, am Anfang war es schwer für mich reinzukommen, weil wir auch es brutal gut gemacht haben, auch Spiele gewonnen haben. Da musste ich mich erstmal anstellen, aber das war in Ordnung. Ich bin damit gut umgegangen, habe meinen Vorderleuten versucht, sie zu pushen und jetzt freue ich mich, dass ich endlich wieder ein Teil davon in der Startelf sein kann. Ich fühle mich immer besser, immer fitter. Ich glaube, ich versuche dem Spiel immer mehr Sicherheit zu geben. Ich glaube, das merkt man auch auf dem Platz. Natürlich jetzt ein Würzburg-Spiel, Ende zweiter Halbzeit nicht mehr so. Aber ich glaube, ich bin da oder wir als Mannschaft sind da auf einem ganz guten Weg, auch mit Ball was zu kreieren. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Aber wir müssen es natürlich auch 90 Minuten machen. Ich glaube, ich hatte die letzte Saison auch so eine Phase, deswegen wusste ich da mit ein bisschen mehr umzugehen als letztes Jahr. Ich glaube, man muss einfach bei sich bleiben. Ich habe versucht, mein Ding weiter durchzuziehen, auch im Training, meine Stärken auf den Platz zu bringen und irgendwann, wenn es der Zeitpunkt zulässt, dann wieder in der Startelf zu stehen und das halt einfach zu nutzen. Und jetzt muss ich da so schnell wie möglich nicht mehr raus. Ja, ich glaube, wir verstehen uns da ganz gut, weil wir eigentlich, glaube ich, beide wissen, wie es so Straßenfußball geht. Wir versuchen nicht viel nachzudenken. Wir finden uns sehr oft. Im Training sieht es auch manchmal echt gut aus. Manchmal übertreiben wir es auch ein bisschen. Da zügelt uns der Trainer ein bisschen. Aber ich glaube, wir beide denken vielleicht ein bisschen gleich über Fußball. Deswegen sieht es so gut bei uns aus. Aber ich glaube, die anderen sind genau der Teil, den wir brauchen. Die ackern für uns und wir haben dann den Ball, aber wir müssen genauso in der Defensive genauso arbeiten wie die anderen auch. Deswegen das eine gleicht das andere aus. Nee, Pläne gibt es noch nicht. Natürlich macht man sich seine Gedanken. Man weiß ganz genau, im Sommer geht es erstmal zurück, wahrscheinlich vielleicht. Deswegen mache ich mir darüber erstmal keinen Kopf, aber es kommt natürlich irgendwann auf einen zu. Aber im Moment konzentriere ich mich auf hier und jetzt. Ja, ich glaube, wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen. Wir wollen nicht nur der VfL sein, der die Mannschaft bekämpft. Das gehört absolut dazu, aber wir wollen auch die Gegner spielerisch bespielen. Und ich glaube, das ist so ein Ziel, den wir uns stellen und den ich mir auch stelle, auch mich in Verantwortung nehme, darauf voranzugehen, einfach die fußballerische Qualität noch ausgeprägter zu gestalten. Und ich glaube, dann ist vieles möglich, aber bis dahin ist noch ein weiter Weg, aber wir versuchen, jede Trainingseinheit zu nutzen, um da besser zu werden.